Jo Freunde, da ist er wieder, eure Freizeitsnähe und heute mal mit einem Weihnachts-Food-Battle. Und zwar geht's heute um Joghurt und in der einen Ecke der Joghurt mit der Ecke von Müller-Rudis Lebkuchenmann und in der anderen Ecke habe ich den Joghurt mit der Ecke von Müller-Rudis Weihnacht. Jo, das sind hier die zwei Ecken des Monats, die sich beide um Weihnachten drehen. Und wir wollen heute mal rausfinden, welche Ecke des Monats die beste Ecke des Monats ist. Und ja, würde ich sagen, fangen wir an mit Rudis Lebkuchenmann. Hier ist so ein Lebkuchenmann drauf. Also vom Design ist das echt hier, ja, so mit Weihnachtskugeln und Lebkuchenmännern. Das finde ich eigentlich ganz gut. Bin ich mal gespannt. Das soll hier Joghurt mit weißer Schokolade sein. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Und Keks mit Lebkuchengeschmack steht hier drauf. Also keine echten Lebkuchen. Aber ich mach den mal auf. So sieht das Ganze denn hier aus. Hier so. Oh, Scheiße, hab ich mal angehauen hier. Aber hier so die Lebkuchenmänner und die Weihnachtskugeln. Und joa. Und hier haben wir so den weißen Schokoladenjoghurt. Und ich gieße das jetzt mal hier rein. Und joa, da haben wir es. Sieht auch ganz gut aus. Nehme ich mal hier schon einen Löffel. So sieht aus. Und ja, ich würde sagen, ich esse das jetzt mal. Also, die Kekse sind echt ganz schön hart, die Lebkuchenkekse. Vielleicht weichen die sich noch im Joghurt ein bisschen auf. Aber sonst sage ich ja immer, dass das zu viel, nicht zu viel, sondern zu wenig ist, was da in der Ecke drin ist. Das ist jetzt genau die richtige Portion für den Joghurt und der Joghurt ist echt sehr gut. Und ja, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und da würde ich sagen, machen wir mit dem anderen Joghurt weiter und ich setze hier mal kurz einen Cut. Okay, Freunde, heute geht's mit dem Rudis Weihnachtsjoghurt und ich mache den mal auf hier. Joa, da sehen wir hier schon. Kann ich auch mal zeigen hier. Joghurt mit Vanillekipfelgeschmack. Joa, hier ist auch so ein bisschen so Vanillezeug drin, denke ich mal. Also, das kommt ja von der Vanille, die ist hier irgendwie schwarz oder so. Die haben wir in drei verschiedenen Sorten, haben wir hier so Rentiere drin. Und joa, ich kipp das jetzt mal rein. Und joa, das sieht auch in einer ordentlichen Menge aus hier. Und joa, hier ist immer ein ordentlichen Löffel auch dann. Joa, also da ist ein echt guter Joghurt. Der erinnert mich auch echt an Weihnachten mit Vanillekipfelgeschmack und alles. Also der ist echt gut. Und joa. So, Freunde, kommen wir zum Fazit. Also, ich würde sagen, der Rudis Weihnachtsjoghurt, der erinnert mich echt mehr an Weihnachten mit seinem Vanillekipfelgeschmack. Also, das ist die Nummer 1, aber der ist auch nicht schlecht mit den Lebkuchendingen, die sind da bloß ein bisschen hart. Also, würde ich sagen, ist das direkt die Nummer 2. Und joa, dann war es hier von dem kleinen Food Battle zu Weihnachten. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.